Und dann gehen wir hier einmal drüber. Oha! Oha! What? Wow! Hallo zusammen und willkommen zu einer brandneuen Folge von Clean My PC. Heute mit am Start der PC vom Zuschauer Pierre und ich freue mich super hier auf die neue Folge. Bin sehr gespannt auf das Vorher-Nachher-Resultat. Aber ganz wichtig, und ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, das Format ist aktuell so ein bisschen ruhiger geworden, nicht mehr so häufig zu sehen auf dem Kanal. Das liegt einfach daran, dass letztendlich, wenn es hier keine PCs gibt, die man sauber machen kann, kann man auch kein Video machen. Das heißt, das Ganze ist so ein Ding, was wir nur gestalten können, das Format. Und das bedeutet, wenn du einen Dragging PC hast, musst du dich nicht scheuen, dich mit diesem PC hier bei diesem Format zu bewerben. Mach einfach mit, denn am Ende ist das immer ziemlich geiler Content. Plus für jeden, der hier mitmacht und es hier in einem Video schafft, gibt es ein kostenloses Upgrade. Ich denke, das ist Anreiz genug und damit würde ich sagen, lass uns starten mit einer neuen Episode von Clean My PC. Los geht's! Was dir sicherlich schon aufgefallen ist, das Ding hat keine Grafikkarte. Das liegt daran, dass dieser PC von Pierre quasi im Rahmen einer Studioauflösung irgendwie erworben wurde oder dass er den bekommen hat, ist mir auch relativ egal. Aber Fakt ist, es ist keine Grafikkarte drin. Und das habe ich ihm auch gleich von vornherein gesagt. Ziel des kostenlosen Upgrades ist es nicht, jetzt hier eine Grafikkarte reinzubauen. Das hat er akzeptiert und hat sich zwischenzeitlich auch um eine andere Grafikkarte selbst gekümmert, um eine RTX 2070 von Asus. Die ist quasi vom Zustand neu, die hat auch mitgeschickt. Aber die jetzt einzubauen und damit auszubauen, macht keinen Sinn, deswegen habe ich sie gleich draußen gelassen. Dann möchte ich noch etwas sagen zu diesem Thema. Diese Kommentare findet man immer mal wieder unter YouTube-Videos. Auch nicht bei mir, sondern auch bei diversen anderen YouTubern. Es ist leider faktisch so, dass diese Masche immer wandert von hey, du hast was gewonnen, kontaktiere mich auf Telegram oder Instagram. Mittlerweile heißt es Nicegram oder per SMS oder whatever. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal kommuniziert. Diese Kommentare und diese Kanäle dahinter sind nicht von mir. Ja, da ist mein Logo, ja, das ist mein Name. Das kann aber hin zum Kunst einfach sich das Logo runterladen und den Namen einfach erstellen mit ein bisschen anderen Text drin und schon steht da halt einfach Zen Chili im Kanalname. Ist halt einfach ziemlich bescheiden. Ich kann den an dieser Stelle nur die Accounts quasi blocken. Einige Keywords aus diesen Texten, die sie diese Accounts posten, nehmen und auf die Blacklist sitzen, damit die eben nicht mehr direkt veröffentlicht werden können. Das ist mein Teil, den ich dazu beitrage, um euch zu schützen vor solchen Scheiß, weil da geht es nur darum, eure persönlichen Daten abzugreifen und irgendwas damit zu machen und mir persönlich an den Karren pissen. Hier nochmal ein Hinweis, das ist fake. Falls ihr diese Kommentare seht unter einem Video und ich ihm nicht gerade so schnell war und die gelöscht habe und die Person noch nicht blockiert habe, dann schreibt gerne drunter, Achtung, fake ist nicht von Zenchili. Würde super helfen, damit wir alle da einfach eine gewisse Sensibilisierung dafür bekommen. Dankeschön, jetzt zu diesem PC. Ja, den bisherigen Verlauf hast du ja gesehen und an dieser Stelle möchte ich einfach mal um eine kurze Schweigesekunde bitten für diese Corsair-Lüfter. Es handelt sich hierbei in der Front um die Corsair LL120, drei Stück, hinten noch einer und oben ein paar MLRGB-Lüfter. Fakt ist, das ganze Teergedöns ist hier drinne. Und mir ist keine Methode bekannt, wie man solche Lüfter wieder schön bekommt. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, jetzt hier diesen Schritt zu gehen. Aber Fakt ist, die Lüfter werde ich niemals wieder sauber bekommen, dass sie auch mit RGB-Beleuchtung wieder schön aussehen werden. Denn mit Beleuchtung werden die Dinger immer bräunlich schimmern. Ja,
Ja, du hast gesehen, ich habe von sämtlichen Lüftern die Kabel konsequent abgeschnitten, einfach als ganz klares Zeichen, dass die halt einfach etwas sind für den Wertstoffhof und niemand mehr nutzen sollte. Nochmal zur Erinnerung, zwecks Optik, aber natürlich auch zwecks des Geruchs. Um sowas zu reinigen, dachte ich mir, eigentlich müsste man da mit einer Art Bleichmittel ran, aber um das dann zu realisieren, müsste man natürlich dann den Rotor selber abbauen und diesen halbtransparenten Ring in der Hoffnung, dass das dann irgendwie wieder sauber wird. Aber es ist halt einfach, ja, eigentlich ein Weg, den man nicht beschreiten sollte. Es macht halt einfach übelst viel Arbeit und ob das am Ende alles so funktioniert, ist eine andere Sache. So, ich habe das System jetzt mal weitestgehend gestrippt, beziehungsweise zu Deutsch leergeräumt. Und ich finde, dabei entsteht halt immer sehr geiler Content. Man sieht halt einfach, wo der einzelne Dreck zum Vorschein kommt und wo er sich beispielsweise versteckt hat. Andererseits kann man auch beispielsweise sich die Bildqualität von demjenigen anschauen, der diesen PC gebaut hat. Hier ist es halt einfach so, dass dieses Mainboard von lediglich drei Schrauben gehalten wird. Da, da und da. Der Rest ist halt einfach lass fliegen. Normalerweise ist hier drin, das habt ihr auch schon gesehen in früheren Aufnahmen, sind solche Gummidurchführungen für das Kabelmanagement. Und hier sieht man, Moment, hier mal eine kurze Schraube rausnehmen. Hier sieht man beispielsweise jetzt den Rand, wo das war. Das finde ich halt einfach ultra krass, weil so sauber war es halt einfach mal das Case. Genauso auch an anderen Stellen. Bei Raucher-PCs, Nikotin-PCs gibt es nur eine mögliche Option. Es war Zeit, duschen zu gehen mit dem PC. Heute mal ohne geile Bademaske, sondern mit dieser Borderlands-Maske. Heute mal mit einem etwas anderen Aufbau für die Reinigung der Glaselemente. Hier meine, ja, Schmutzwanne nenne ich es einfach mal, mit einem weißen Hintergrund und davor das Glaselement mit schwarzen Rahmen. Einfach mal ein neuer Versuch, um halt irgendwie zu visualisieren, dass so eine Glasscheibe auch durch den ganzen Teer etc. doch sehr dreckig ist. Ich sprühe jetzt hier den bekannten Green Star Reiniger auf. Und die Frage, die häufiger aufkommt, ist, was ist das für ein Reiniger? Also er nennt sich Green Star, weil, ne, grün, und er reinigt schon sehr, sehr gut. Ist eigentlich für den Automobilbereich konzipiert worden, aber ich habe festgestellt, naja, PCs reinigen geht damit sehr, sehr gut. Das Ganze wird dann halt so ein paar Minuten, ich sag's einfach mal, ja, stehen gelassen, ruhen gelassen. Und dann wird das Ganze quasi wieder entfernt. So, 5 Minuten später wischen wir das Ganze einfach mal sachte ab, ohne diese Konstruktion jetzt hier direkt umzukegeln. Und ich bin gespannt, wie dreckig jetzt das Tuch ist. Ja, es ist natürlich gut bräunlich geworden und klar werde ich das Ganze jetzt nochmal mit klarem Wasser, warmen klarem Wasser genauer abspülen.
So, und das ist das Tuch, was jetzt nach einmal grob drüber wischen von beiden Glasscheiben letztendlich einmal komplett gelb-bräunlich geworden ist. Du siehst ganz klar hier in diesem Bereich eine gelbe Verfärbung und das heißt natürlich, eine ganze Menge Dreck ist drauf. Und der Dreck muss natürlich jetzt hier erstmal runter. So, nun denn, das Tuch ist sauber und dann würde ich mal sagen, lass mal schauen, ob wir beispielsweise genau hier diesen gelben Bereich irgendwie abwischen können. Oder ob er vielleicht von der anderen Seite ist. Es scheint so, es ist das von der anderen Seite, was wir uns aber gleich natürlich noch anschauen werden. Neuer Versuch, diese Seite ist noch relativ sauber von dem Tuch und dann gehen wir hier einmal drüber. Oha, oha, what, wow, wie krass ist das denn? Oh, dieser Reiniger ist einfach der King, ne? Einmal einwirken lassen mit einem Tuch, einem feuchten Tuch drüber gehen, zack, kriegst du den Dreck einfach runter. Wow, unfassbar. Gleich mal ein bisschen mehr noch machen hier. Geile Aufnahme, geiler Moment. Gerne Däumchen nach oben dafür. Und ja, auf dass dieses schöne Gehäuse vom Corsair wieder sauber wird. Es wird zwar hier jetzt im Verlauf des Videos nicht weiter zum Einsatz kommen, aber sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt auf diesem Kanal wieder zu sehen sein. So. Kurz das Ganze mal übergewischt hier. Die Feinarbeit mache ich dann offscreen. Aber schau dir das einfach mal an. Boah, wie dreckig. Aber das hier ist echt die Härte. Das hier, was da drauf war, krass. Wirklich krass. Und hier natürlich noch das, was jetzt von dem Glas alles runtergelaufen ist in diese kleine Auffangschale. Eigentlich für Schuhe gedacht, um sie dort abzustellen, damit der Untergrund nicht dreckig wird. Aber schau dir mal an, wie braun diese Suppe ist. Das Case ist, wie ich finde, auf jeden Fall wieder in einem sehr guten Zustand. Die Glasscheibe ist schön sauber und hat keinen milchigen, naja, Beigeschmack. Ansonsten ist das Case schön sauber geworden. Hier und da gibt es jetzt noch ein paar kleine Wasserflecke, die mache ich noch weg. Leider ist hier irgendwie eine Art, weiß ich nicht, Beschädigung des Lacks, aber auf jeden Fall sieht es aus, als würde da so ein bisschen halt das Ganze nicht dreckbasiert sein, sondern einfach lacktechnisch beschädigt sein. Ja, und so wandert das Gehäuse erstmal in mein Lager. Nicht wundern, der Filter, der trocknet gerade noch. Ich wollte den jetzt hier nicht nass reinmachen und irgendwo anderweitig irgendwo Feuchtigkeit verteilen. Es handelt sich ja hierbei um eine frühere Version einer Corsair 240er IO, also All-in-One-Wasserkühlung, komplett wartungsfrei. Bedeutet, die Flüssigkeit muss beispielsweise nicht getauscht werden. Die einzige Wartung, die hier mal vorgenommen werden muss, ist beispielsweise die Reinigung des Radiators. Bisschen Staub, pipapo, fertig, weiter nutzen. Die ist jetzt hier halbwegs sauber. Dennoch muss ich hier sagen, mache ich hier den Break, denn ich selber habe dafür keine Verwendung mehr. Ich werde sie auch in diesem Projekt nicht weiterverwenden. Deswegen machen wir das Ganze jetzt wie folgt. Diese Wasserkühlung ist aufgrund des Montagekits, was hier auf dem Mainboard noch drauf ist, kompatibel mit den Intel EGA 115X und 1200 CPUs. Wenn du ein Intel EGA 1700 und Asus Mainboard hast, dann ist das vielleicht auch kompatibel. Ansonsten müsstest du dir beispielsweise das andere Montagekit für den Block besorgen. Wenn du darauf Bock hast, melde dich per Instagram. Wenn das Ding weg ist, mache ich dazu nochmal einen Instagram-Post in meiner Story. Nicht, dass 10.000 Nachrichten reinkommen und Monate später immer noch, ob das Ding da ist. Ne? Also wenn du Bock hast, inklusive Zubehör und zwei Lüfter, gebe ich nur dazu. Neue Lüfter, keine Sorge, kein Dreckigen. Wenn du Bock hast, schreib mir auf Instagram. Kommen wir damit zur Plattform. Die ist schon etwas älter, reicht aber für so ein bisschen Casual Gaming immer noch vollkommen aus. Es handelt sich hierbei um ein Asus Z390 Pro Gaming aus der TUF Series mit einem Core i5 9600K mit 6 Kernen. Der ist hier nur der Wärmeleitpass noch ein bisschen versteckt. Die Reinigungsstäbchen, die ich hier nutze, sind natürlich auch wie mein gesamtes Reinigungsequipment in der Beschreibung verlinkt.
Es geht sehr gut voran und ich muss natürlich sagen, heute etwas schneller und vielleicht auch etwas zu schnell im Vergleich zu früheren Videos, bedingt dadurch, dass das Case heute wieder schön geduscht wurde, aber damit kann man dann einfach solche Verschmutzungen wie durch einen Raucherhaushalt bestmöglich reinigen, denn sind wir ehrlich, mache ich das Ganze mit dem hier, dauert länger, viel, viel länger und ich mache mir das Ding halt zwecks des Filters kaputt. Wäre nicht ganz so vorteilhaft. Außerdem hier noch die Grafikkarte, die Pierre sich im Nachhinein noch besorgt hat und auch mitgeschickt hatte, die RTX 2070 von Asus in der Republic of Gamers Edition. Die restliche Hardware ist ansonsten wieder schön sauber und damit stellt sich die Frage, wie sieht denn eigentlich jetzt das kostenlose Upgrade aus? Und da dachte ich mir das Folgende. Mit Blick auf die vorhandene Hardware, wobei das mit der Grafikkarte wusste ich bei der Planung nicht, dass es jetzt exakt dieses Modell ist, habe ich mir aber trotzdem gedacht, hey, wir haben hier schon so eine Art Schwarz-Weiß-Kontrast. Klar, so ein bisschen gelbe Akzente sind auf dem Mainboard vorhanden, aber warum denn nicht jetzt einfach diesen Schwarz-Weiß-Kontrast aufgreifen? Ich habe Pierre explizit gefragt, ob schwarz oder weiß irgendwo eine Präferenz vorhanden ist. Er sagte, mach so, wie du möchtest. Und ich wollte an dieser Stelle einfach mal meine eigenen Erfahrungen sammeln mit den neuen Lightwings White von BeQuiet. Und so habe ich BeQuiet als meinen Langzeitpartner hier an Bord geholt und wir bauen hier ein schönes Schwarz-Weiß-System. Ein voran natürlich auch mit dem Pure Power 12M mit 650 Watt, 80 plus Gold. Und selbst da gibt es jetzt einen weißen Ring im Netzteil. Irgendwie schon ziemlich geil, diese Details. Dazu gibt es als CPU-Kühler einen weißen Shadow Rock 3 und natürlich dann die weißen Lüfter. Passend zum Weiß-Schwarz-Setup gibt es hier einen BeQuiet PureBase 500DX in Weiß. Und langsam, denke ich mal, wird klar, was ich mir hier vom Konzept her, von der Farbgestaltung her, aber natürlich auch von der Optimierung des Airflows und der Kühlung gedacht habe. Klar könnte man sich jetzt darüber streiten, wie sinnvoll es ist, eine 240er I.O. gegen einen Luftkühler zu tauschen. Können wir aber auch lassen, denn letztendlich der kleine i5 ist jetzt nicht so krass der Hitzkopf und beim ganz normalen Zocken oder auch mehrere Minuten beispielsweise CPU 100% Auslastung, da tut es auch der Shadow Rock 3 mit einer 190 Watt TDP Klassifizierung. Okay, so, dann schauen wir uns doch mal die BeQuiet Lightwings in Weiß an. Das Konzept bei diesem Dreierpaket, oh, die sind immer nice. Das Konzept bei diesem Dreierpaket ist ja das, dass wir hier drei Lüfter haben. Jeder Lüfter bietet einen klassischen PWM-Anschluss, sprich 4 Pin. Und einen 3-Pin-ARGB-Anschluss, denn wir haben hier ja RGB bzw. ARGB-Lüfter. Und vom Weißton würde ich sagen, sind die halt in einem eher kühleren Weiß gehalten. Also das ist hier beispielsweise ein Warmweiß, das ist Kühlweiß oder Kaltweiß. Sieht aber vom Color Matching her zwischen den einzelnen BeQuiet-Komponenten doch recht stimmig aus. Das finde ich ist sehr wichtig, weil wenn das Gehäuse beispielsweise einen relativ warmen Weißton hat und dann Kaltweißkomponenten drin sind, das sieht dann halt auch irgendwie nicht ganz so sexy aus. Dann haben wir weiße Kabel. Muss ich sagen, ist, wenn man kein weißes Mainboard hat und 99% der Menschheit hat halt einfach kein weißes Mainboard, dann ist das halt einfach scheiße, weil du siehst die Kabel immer direkt am Mainboard aufblitzen, also wenn sie angeschlossen sind. Deswegen, ich persönlich würde ja weiße Lüfter machen mit schwarzen Kabeln. Wäre doch ziemlich cool, oder? Die ARGB-Lüfter kann ich aufgrund meiner Dummheit nicht mit dem Mainboard verbinden, weil dieses ältere Z390 Mainboard von Asus keinen 3-Pin 5-Volt-Header bietet, sondern lediglich 2 4-Pin 12-Volt. Dumm gelaufen, über das Gehäuse kann ich es auch nicht steuern, es ist kein Hub da und glücklicherweise bin ich eigentlich für vieles vorbereitet und deswegen gibt es hier noch von mir so einen kleinen ARGB-Controller dazu. Wenn der Fokus heute mitmacht, dann wäre das super. Genau, hier haben wir einen ARGB-Controller mit so ein paar Tasteneffekten. Das ist erstmal besser als gar nichts oder nur RGB-Regenbogen, sein Vater. Denn ich denke, hier auf weiß getrimmt ist das Ganze schon ziemlich nice oder vielleicht auch gelb. Ja, das ist auf jeden Fall dann die bessere Variante als nur Rainbow. Zum Netzteil, hier gibt es auch ein kleines Upgrade im
im Vergleich zu dem früheren Be Quiet Netzteil. Wir haben hier ein neues PurePower 12M. M steht für modular. Es gibt einen voll modularen Aufbau, 650 Watt und ganz klein zu finden erstmal ATX 3.0 und 80 Plus Gold. Dazu, wie üblich, der sehr leise Be Quiet Lüfter, voll modularer Aufbau. Alle Kabel sind beispielsweise schön schwarz. Viele Kabel sind im Flachband-Style gehalten. Das spart auf der Rückseite so ein bisschen Platz. Und das Netzteil bietet dediziert einen 12 Volt High Power Stromanschluss, beispielsweise für eine wundervolle 4080, 4090 oder 4070 Ti. So, Freunde, kleines Update und eine neue Herausforderung. Und zwar habe ich noch drei der Lightwings weißen Lüfter. Zwei könnte ich oben verbauen, einen hinten, damit das halt einfach in der Summe 6 Gehäuselüfter sind. Aber dann bleibt halt letztendlich hier dieser originale schwarze Lüfter des CPU-Kühlers. Und ich finde, naja, um es ehrlich zu sagen, der wirkt halt so ein bisschen günstig im Vergleich zu den schöneren Lightwings. Jetzt könnte man das so verbauen, das sieht dann halt original so aus. Stellt euch vor, oben alles und hinten weiße Lüfter. Oder, das ist jetzt die andere Option, ich setze hier einen weißen Lüfter drauf. Dann ist allerdings die Herausforderung 1, 2, 3, 4. Ich habe aber nur noch 3. Also im Endeffekt, mir fehlt einer. Und deswegen besteht die Option, entweder 3 Gehäuselüfter in weiß mit dem schwarzen Lüfter auf dem weißen CPU-Kühler oder hinten noch ein weißer Lüfter und auf dem CPU-Kühler oben dann einfach leer lassen und den anderen Lüfter ins Lager legen. Was würdet ihr machen? Jetzt unbedingt in die Kommentare. So, System ist fertig. Für welche Lüfterkonfiguration habe ich mich entschieden? Na klar, für die weiße Version, denn ich finde, das wirkt einfach stimmiger. Ja, ich habe endlich ein Bild rausbekommen. Der i5-9600K anstelle von 16 gibt es hier 32 GB. XMP ist aktiviert. Das habe ich nicht gemacht, sondern war halt einfach alles so. Das ist direkt gestartet, allerdings nur ohne die Grafikkarte, also sprich über der Intel HD. Dann bekomme ich ein Bild raus. Wenn die Grafikkarte drin ist, dann ja, bleibt er bei VGA, oben bei der Debug-LED. So, ich habe ein Bild, ich mache ein BIOS-Update, denn mit der 2070 wird das irgendwie nichts. Mit der Minikarte geht das schon, mit der Intel Onboard geht das auch, aber sobald die Karte drin ist, geht es nicht. Das Ding läuft halt in einem VGA-Fehler rein. Deswegen mache ich erstmal das neueste BIOS-Update drauf. Das ist jetzt eins von 2021, das letzte. Das, was drauf war, war von 19. Und dann ist mir aufgefallen, das Beleuchtungsgedöns vom Gehäuse, also der Stripe oben und die beiden Stripes hier in der Front, die lassen sich über den Taster oben im Gehäuse steuern. Oder halt, wenn man lange drückt, dann geht das Signal zu dem 3-Pin-Kabel, was jetzt hinten angeschlossen ist, an dem RGB-Hub von Be Quiet, der bei den Lüftern dabei war. Sobald man das macht, kann ich euch ganz gerne mal vormachen. Wird ziemlich wild wahrscheinlich. Flackern die Dinger nur noch wie komisch. Ich weiß nicht wieso. Das passiert auch an jedem einzelnen 3-Pin-Header, der hier irgendwo zur Verfügung steht. Ja, das Ding hat Strom etc. etc. Aber sobald ich halt einfach wieder umschalte auf gesteuert über das Frontpanel, flackert es nicht. So, und ich habe ein Bild diesmal direkt über die Grafikkarte. Das freut mich sehr. Eine weitere Folge von Clean My PC ist geschafft. Es hat wieder richtig Bock gemacht, so einen PC zu zerlegen, zu reinigen und dann was Feines daraus zu zaubern. Weiß letztendlich aufgrund dessen, dass ich mal die neuen Lightwings in Weiß testen und sehen wollte. Mir gefallen sie sehr gut. Von der Farbgestaltung her finde ich es auch sehr gut getroffen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Die Teile sind alle in der Beschreibung verlinkt. Genauso auch meine Reinigungsmaterial-Equipment. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis neulich und ganz genau, denkt dran, wenn ihr mitmachen wollt, Link dazu in der Beschreibung und bis neulich und ciao.